Ja, hallo Freunde. Heute sind wir in Creativerse unterwegs. Ihr seht schon, es ist Blockgrafik, also ähnlich wie Minecraft. Ja. Nur, dass wir hier nicht abbauen, sondern so einen coolen Handschuh haben, der hier irgendwie alles einsaugen kann. Sieht ganz witzig gerade aus. Da komme ich schon nicht mehr dran. Ja. Gerade aktuell spielen wir im Peaceful Mode. Einfach nur, ich will es euch einfach erstmal nur zeigen, gucken, was hier überhaupt abgeht. Ja, wie ihr seht, es ist ganz witzig. Hoffe ich doch. Wir können hier, es gibt hier klar dieses ganze Crafting-System. Das ist, wie schon erwähnt, ähnlich wie bei Minecraft. Man kann hier ungefähr alles abbauen. Es gibt hier auch den Tag-Nacht-Rhythmus. Da hinten lief vorhin so ein da sieht man diese komischen gelben Schweine. Die sind hier alle im normalen Fall relativ harmlos. Tagsüber. Zumindest. Ob sich das, ja, inwieweit sich das auswirkt, wenn die Nacht sind, werden wir irgendwann wahrscheinlich mal sehen. Man kann hier natürlich auch. Zack, jetzt haben wir unseren tollen Stock hier. Ihr seht schon, die halten echt ziemlich viel aus. Okay, es gibt hier Leder und Knochen. Wir werden alles brauchen. Ihr seht schon da unten, jetzt haben wir die Rezepte für Rüstungen bekommen. Wenn wir mal eben kurz was snacken hier. Oh mein Gott, was ein Freak, ey. Der haut sich 5 Kilo Pilze rein und kommt immer noch nicht klar. Ja, aktuell. Oh, da unten ist eine Höhle, das ist cool. Der einzige, oder das einzige, was heißt. Der einzige Nachteil ist ja nicht ganz richtig. Einzige, was es hier. Irgendwie jetzt gerade gar nicht, doch nicht gibt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile gefixt wurde. Was ist Q? Crafting. Prozessor. Use to process raw materials. Nein. Eine Workbench eigentlich, dachte ich mir. Crackwood und Vines für ein Holzschwert. Wood Mining Cell. Ja, die haben wir ja, ne? Ein Pilz, 4 Crackwoods, eine Vine. Da gucken wir jetzt mal, dass wir das eben zusammenkriegen. Wo wir das Crackwood herkriegen, was ist hier? Das müssten noch Vines sein, ne? Aschenwood. Ja. Wir auf der Suche nach Crackwood. Ich glaube, hier müssten die Vines sein. Hoffe ich mal. Vines, ja. Thatched Wall, Wood Wall, Crackwood haben wir jetzt auch eins bekommen. Die Reichweite von dem Teil ist mir echt ein bisschen doof. Von diesem Handschuh, es ist. Ja, so. Dann gehen wir nochmal auf Q ins Crafting-Menü. Und nehmen uns die Wooden Cell, Wood Mining Cell, Short Stone Mining Cell und einen Extraktor. Können wir jetzt auch craften. Mit der Wood Mining Cell burns wood to get little more oomph into your mining capacity. Also es gibt ein bisschen mehr. Dafür jetzt 4 Steine, 2 Wood Slabs, 2 Brown Mushrooms,
oder 2 Glowing Mushrooms oder 2 rote und 5 Kohle. Fürs nächste, der Prozessor, den machen wir auch dann irgendwann. Use extract ore from our ore nodes. Stone slab brauche ich dafür und 2 Wood Slabs. Okay. Wood Wall. Thatched Wall. Rockstar Rock. Das ist auch cool. Rockstar Rock. Furniture. Eine Wood Door. Okay, ja. Im Prinzip können wir jetzt hier hingehen und hier alles. Crackwood Lock. Alles hier en masse einsammeln und craften und suchen. Wenn wir uns eine stattliche Hütte hier irgendwo dann einen Platz suchen und eine stattliche Hütte bauen. Zwischendurch wahrscheinlich auch noch ein paar Schweinchen killen. Das hier ist teilweise auch echt ziemlich gefährlich, würde ich sagen. Wenn man hier auf einmal irgendwo... ...runterfällt oder aus Versehen dann mit dem Handschuh mehr weggräbt, als man möchte. Was haben wir denn hier? Oh, wer ist er denn? Hi. Und du bist? Jemand, der mich nicht angreift, hoffentlich. Sandstein, ja, ich glaube nicht, dass der uns angreifen wird. Also für hier ist unser Power-Handschuh schon wieder zu schwach. Oh cool, Kakteen. Kakteen kann man auch einsammeln, das ist auch cool. Wir suchen aber immer noch quasi... Uff. Stein, Dead Grass. Ja, Dead Grass ist auch ein bisschen doof. Was ist denn der rote hier? Ruddy Candy Stone. Canyon Floor. Guten Tag. Da müsste ein Stein sein. Ihr seht schon, da unten ist ein Mob. So, und hier seht ihr auch schon die braunen Pilze. Da komme ich jetzt aber irgendwie nicht dran. Ja, wir verschwinden mal ganz schnell wieder hier aus der Höhle. Was ist denn das für ein lustiges Huhn? Gruselig. So, Stein haben wir 2 von 4. Lightning. Moss und Crackwood. Craft. So. Eine Fackel ist natürlich immer gut. Wie komme ich jetzt hier ins Inventory? Ah, mit E. Okay. Ich möchte gerne die Pflanzen hier raus haben und die Fackeln dafür hier rein. Das ist ein bisschen interessanter. Nee, Quatsch. 6. Gehen wir doch nochmal hier unten in die Höhle. Ich habe gerade ein bisschen Panik da, deswegen, es leuchtet. Place. Boah, seht ihr das Vieh da? Oh, was ist das denn? Oh mein fucking Gott. Ich will hier nicht runterfallen. Wie ihr seht, die Fackeln bringen jetzt nicht allzu viel Licht. Weil ich habe nicht so den riesen Radius. Ich habe Angst. Oh.
Was ist das denn? Ich bleibe jetzt gerade mal einfach hier stehen und hoffe, dass er nicht angreift. Boah, krass. Wie scheiße die Viecher aussehen. Coal-Nut. Coal-Nut klingt gut. Ja, wie jetzt? Den kann ich hier nicht. Die sind schon echt bitter. Also, die sehen schon echt bösartig aus. Die Viecher. Machen wir uns hier erstmal in der Höhle so ein bisschen Licht, um hier klar zu kommen. Hey. Also, ihr seht schon, hier ist ganz viel... Oh, ich glaube, hier kann man langlaufen. Hier ist nochmal Coal, hier sind Steine. Limestone, Bedrock. Das klingt gut. Wir müssen nochmal kurz ins Crafting-Menü hier diese Maschine nehmen. Stone Slab. Wo kriege ich denn jetzt die scheiß Stone Slabs her? Braucht man dafür den Prozessor? Wisst ihr was, wir sammeln jetzt erstmal Steine und Holz in allen möglichen Arten. Alles was man hier so kriegen kann. Das geht ja alles hier noch nicht. Jetzt erstmal hier so, dann gucken wir mal nochmal hier rauszugehen. Ja, wenn man schon dann in der ersten Folge direkt die erste Höhle gefunden ist, natürlich auch sehr cool. Kommt man dann irgendwie da hoch? Ja, ich glaube schon. Uah, scheiße. Also Wasser kann man nicht einsaugen, doch kann man auch. Da braucht man nur die Obsidian Mining Cell für. Naja gut. Das dauert wohl noch ein bisschen, denke ich mir, hoffe ich mal. Also hoffe ich nicht, aber ich denke mir, dass es noch eine ganze Zeit lang dauern wird, bis wir eine Obsidian Mining Cell bekommen. Die sehen schon echt witzig aus, die kleinen Viecher hier. Ich weiß jetzt nicht ganz, inwieweit wir hier die Welt behalten. Also inwieweit, wie groß diese Welten so sind. Ashenwood. Ja, ich müsste noch so ein paar Schweine jetzt töten, um mir dann tatsächlich auch die Lederrüstung machen zu können. Die Frage ist, wo gehen wir hin? Wo führt uns da oben? Schnee, ich glaub's nicht, Schnee. Nein, Schnee, Freunde, ich habe Schnee gefunden. Bleiben wir hier in diesem Canyon? Was habe ich vor? Also ich weiß es noch nicht genau. Oder gehen wir, ich glaube, wir gehen erst in erster Linie erstmal wieder zurück hier in den Wald. Ich glaube, da finden wir mehr so die Grundrezeptsachen. Uah, noch eine Höhle. Und dann schauen wir mal, was wir hier so kriegen. Also hier oben fände ich jetzt eigentlich gar nicht mal so verkehrt für eine Hütte. Man hat hier eine schöne Aussicht. Aber eigentlich möchte ich gerne da oben auf so einen Berg eine Hütte bauen. Wir sammeln jetzt aber erstmal noch hier Pilze und sowas alles. Und noch ein bisschen mehr und vielleicht auch noch mehr Weins.
etc. Moss. Moss ist auch cool. Ja, Holz. Holz brauchen wir natürlich sehr. Holz wir jetzt einfach mehr so einen ganzen Baum ab. Mein Gott, was kostet die Welt? Arschlecken. Einfach rein damit. Ich finde dieses System mit dem Handschuh echt ziemlich cool. Hat mal was anderes so. Wenn man sich nicht die ganze Zeit Gedanken um Werkzeuge und so machen muss. Ja, die Aufnahmen heute. Leute, das ist auch nur so eine witzige Sache. Die Aufnahmen heute standen echt unter keinem guten Stern. Ich habe hier angefangen, konnte vorhin erst mich hier, konnte hier keinen Account, keinen Charakter erstellen, keine Welt erstellen. Ich wollte ein bisschen weitermachen bei... Ich wollte vielleicht ein paar Folgen Skylines machen. Ging auch nicht wirklich. Es ist doch echt katastrophal gewesen heute. Also der Anfang heute war kein guter. So, ich denke, wir haben jetzt erstmal genug Crackwood für so das ein oder andere Crackpfeifchen. Haha, was ein Witz. Ja. Cool. Wir möchten, also ich möchte jetzt gerne erstmal haben den Prozessor. Können wir craften, okay. Craften wir. Ey. Was ist das? Eine Schmiede. Wir brauchen aber jetzt diese scheiß Slabstone. Stone Slab und... Craften wir uns mal ein Wutschwert. Das können wir auch ein Steinschwert machen direkt? Nein, können wir nicht. Wir fehlen uns Woodrod, Twine und Rockstar Rock. Rockstar Rock. Furniture, wir haben eine Truhe. Eine Truhe, ein Zaun, ein Tisch. Stufen, Wände. So eine Art Stroh, Dach. Und mittlerweile Steinwände. Da brauchen wir Stone Rods für. Wood Slab. Made in the processor, used to craft. Ah, wir haben einen Prozessor. Cool. Dann gehen wir doch einfach mal in den Prozessor. Mit E ins Inventar. Prozessor, da. Your quick bar is full. Achso. Okay, dann, ja, das Crackwood holen wir mal hier raus. Und den Dreck holen wir auch mal hier raus. Yeah, jetzt haben wir den Prozessor hier drin. Nein. Fuck, das war falsch. Und wir nehmen... die auch raus hier und nehmen dafür das Schwert mit. Ja, so. Jetzt haben wir das. Jetzt gehen wir mal auf 0. Zack. Processable. Was ist das? Stone Slab. Ja. Hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Ach so. Ah, so funktioniert das. Der Prozessor ist quasi... Ich hoffe, man sieht das jetzt hier. Ja, so eine Art, Säge. So. Zack, da haben wir auch noch zwei Wood Slabs. Jetzt schauen wir nochmal ins Crafting-Menü, ob wir die jetzt bauen können. Nein, jetzt fehlt natürlich noch Coal. Aber wir können jetzt den... den... Extraktor... ja, wir können den Extraktor jetzt auch bauen. So. Ich denke, wir machen hier...
Moment mal, 3. 3 ist hier, ne? Place. Ja, so, wir haben jetzt einen Transporter. Ein Teleporter. Kein Transporter. Und den ziehen wir uns dann direkt auch mal hier raus, weil ich denke, wir bauen jetzt einfach mal hier an der Stelle unsere erste Hütte. Ich mache die mal blöde aus Crackwood, denke ich mal, erstmal so rundherum. Einfach irgendwie so eine Art Schutz zu haben. Na, fangen wir mal hier an. Zack und zack und zack und zack. Und noch ein. Dann machen wir da noch eine Reihe drauf. Bauen wir uns erstmal so eine fette Holzhütte. So, ja. Na, setzen wir hier noch einen drunter. Zack, zack, zack. Von hier aus gehen wir dann hier rüber. Ach Mensch, immer hier auf die falschen Finger zu kommen. Auf die falschen Finger, ne? Auf die falschen Knöpfe zu kommen. Da haben wir dann auf einmal keinen Crackwood mehr. Und es wird Nacht. Dann sammeln wir hier einfach nochmal ein bisschen neues Crackwood. Gut, dass es hier mehr als genug Bäume gibt. Ist ja jetzt nicht so spannend hier. Ich überlege, ob ich so Ressourcen-Farming nicht teilweise offscreen mache und wir hier einfach und ich euch dann zeige, dann wie wir das Haus weiterbauen und Sachen craften und so. Da oben ist die Milchstraße, wenn man das mal eben so zeigen möchte. Dort oben. Das ist natürlich auch schon echt ziemlich cool gemacht so. So, Crackwood, 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 mehr Crackwood. So. Na, komm schon. So, wir haben jetzt erstmal wieder 40. Ich denke, wir kommen jetzt hier weiter. Noch ein bisschen weiter. Place, place, place. Gehen wir noch ein weiter? Zack, zack, zack. So, ja, da haben wir dann gleich schon unsere erste, so eine Art Behausung mal fertig. Einfach nur ein bisschen geschützt zu sein hier drin. So. Hat doch schon mal was, so eine kleine Holzbehausung. Ja. Gut, auf jeden Fall haben wir das jetzt dann schon mal. Und setzen jetzt hier... Moment, was brauchen wir jetzt noch so? Wir haben mit dem... Moment, wir haben doch gerade hier Ore... Stone? Sandstone? Freunde, wo sind sie? Haben wir nicht vorhin? Stone.
loves to have heavy conversations. Ja, ist klar. Crafting. Wood Slabs brauchen wir 2 Stück. Was brauchen wir hierfür? Stone Slabs 6 Stück und Wood Slabs 6 Stück und dann Bedrock. Okay, und dann brauchen wir für die Stone Mining Cell Coal und auch nochmal 2 Wood Slabs. Also brauchen wir insgesamt 8 Wood Slabs und 6 Stone Slabs. So, dann packen wir jetzt hier. Zwei, vier, sechs, acht, zehn sind schon zu viel. 2, 4, 6, 8, 10. Haben wir aus dem Holz auch 10. Dann haben wir es direkt. Können wir das auch machen? Ach, aus dem können wir auch Wurzlap machen. Okay, aber hier machen wir dann mal Wood Rods raus. Komplett. Was können wir hier raus produzieren? Auch Wood Rods. Machen wir aus den 3 auch noch Wood Rods. Twine. Hier können wir Twine rausmachen. So. Haben wir so. Dann Shredded Leaves. Brauchen wir bestimmt auch irgendwann später für irgendwas. Aber das ist jetzt erstmal Processable. Red Pigment. Oh cool, da haben wir Farbstoff. Yeah. Hat doch auch mal was, dass wir schon Farbstoff haben dann. Das hier unten können wir nicht. Also hier Steine, Pflanzen, Holz, Blätter und so. Collect all. Ja, jetzt gehen wir nochmal ins Crafting-Menü. Und schauen, ob wir... Ah, da fehlt uns der Bedrock für. Das war das. Mist. Die Kohle brauchen wir jetzt auch. Woodrock krieg ich gleich. Twine krieg ich auch. Okay. Dann schauen wir nochmal eben hier. Komm, komm, komm. So. Und nochmal wieder was. Dann warten wir jetzt noch eben schnell auf die Woodrods und die Twines. Läuft das jetzt eigentlich... Wenn ich jetzt ausloggen würde, läuft das dann eigentlich weiter in dem Prozessor? Weiß das jemand zufälligerweise? Wisst ihr was? Wir verwursten jetzt einfach erstmal alles hier. Und dann probiere ich das so auch direkt aus. Was kann ich denn hier raus noch machen? Ach, Stone Rod, okay. Stone Rod machen wir mal hier noch ein paar raus. So. Farbstoffen. Okay, das ist schon zu viel. So. Und an dieser Stelle beende ich die erste Aufnahme. Wir haben einiges hier schon mal gesehen. Es ist sowieso gerade dunkel. Wir haben hier so eine Art erste Anfang der ersten Hütte gemacht. Gucken wir mal, wie groß die wird, wie schön die wird letztendlich, was wir hier noch so alles craften können. Ich bin an dieser Stelle raus, sage ciao, bis demnächst.